Jo, hallo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Part der Big Battle Fantasy 4. Im letzten Part haben wir einen Boss in der Kristallhöhle getötet und deshalb würden wir mal behaupten, wir machen weiter. Ah, Sonnenlicht, endlich. Boah, das ist so hell. Ich denke, ich werde an Schneeblindheit leiden. Das kennt man bestimmt auch. Wenn man den ganzen Tag daheim hockt, dann rausgeht, die Sonne scheint und überall Schnee liegt. Man wird blind. Wortwörtlich. Aber nur kurzzeitig. Jetzt haben wir hier neue Gegner, die wir auch erst einmal scannen werden. Zeig mal her. Schneebusch. Und Schneeschleime. Und was ist natürlich? Oh ja. Ist schön gegen sie. Müsste gut gehen. Ich muss von Lance dann die Waffe noch wechseln. Wobei ich das nicht sehr brauche. Nee, brauche ich nicht wirklich. Wenn ich ehrlich bin. Denn das wird sich noch später herausstellen. Warum nicht? Weil ich kenne ja das Spiel recht gut, also das heißt, ja, ihr werdet es gleich sehen und verstehen, warum. Bei den Viechern hier mache ich lieber eine Eruption, weil es einfach nur mehr Schaden macht. Hier versuche ich jetzt einfach mal ganz spontan den Panzergeschütz. Eher schlecht wie recht. Nur Lex rettet den Tag. Wunderbar. So. Jetzt kommen wir an die Truhe ran. Und in der Truhe sind ein paar random Dinge. So. Ihr kommt gerade aus den Kristallhöhlen? Na dann, willkommen in Weißflockenheim. Am besten schnappt ihr euch etwas Warmes zu essen, ihr seht müde aus. Jo, das wäre wirklich gut. Oh Mist, wir waren so langsam. Das Juwel wurde bereits gestohlen. Wer auch immer der Schuldige ist, muss ziemlich schnell sein. Immerhin war er vor uns hier, obwohl er erst kurz vor uns Grünwalding verlassen hat. Grünhaariges Mädchen. Ich denke, es ist an der Zeit, dass du uns sagst, wofür diese Steine gut sind. Na gut, manches wird vielleicht schwer zu glauben sein, auch wenn es wahr ist. Unsere Legende besagt Folgendes. Am Anfang gab es ein einziges göttliches Wesen. Sein Name war Götterkatze. Sehr einfallsreich. Aber die Götterkatze war einsam, also schuf sie Himmel und Erde und all die Lebewesen, die sie bewohnen. Dann schuf sie die Katzen nach ihrem Bilde und gab ihnen die Herrschaft über das Land und alle anderen Lebewesen. War auch eine Möglichkeit, wie die Welt erschaffen worden ist. Du behauptest also, dass eine Katze die Welt für weitere Katzen erschafft hat? Das klingt nach einer verrückten Gute-Nacht-Geschichte. Du bist wahnsinnig. Lass sie weitermachen. Das könnte etwas mit der leuchtenden Katze zu tun haben, die wir vorhin gesehen haben. Jedenfalls schuf die Götterkatze alle Katzen. Jahrtausende lang herrschten Katzen über die Erde. Sie bauten große Zivilisationen auf. Und ihre Technologie war fortgeschritten. Schließlich jedoch freundeten sie sich sehr mit den Menschen an. Die Götterkatze war eifersüchtig und auf das neue Band zwischen Katzen und Menschen. Sie zerstörte alles, was die Katzen geschaffen hatten. Einfach mal so verbrannt. Das Bild sieht ein bisschen brutal aus. Und guck mal, Lana weint. Die größte Schöpfung der Götterkatze war ihres Abbildes nicht mehr würdig, also nahmen sie ihnen Arme und Beine und so sind sie bis heute geblieben. Also deshalb haben Katzen keine Beine. Nur Lex, mir tut so leid, dass euer Schöpfer euch so misshandelt hat. Miau.
Dann verließ die Götterkatze diese Welt. Man sagt, dass sie... sie haben nur diese drei Juwelen zurückgelassen. Seit Generationen haben die Menschen diese Juwelen beschützt und sie voneinander ferngehalten, da sie befürchten, dass die Götterkatze zurückkommen würde, wenn die Juwelen jemals wieder zusammengebracht werden würden. Also müssen wir verhindern, dass die Götterkatze wiederbelebt wird, da sie wahrscheinlich die Welt wieder zerstören wird. Ihr habt doch bestimmt antike Ruinen auf eurer Reise gesehen, oder? Ruinen voller Katzenstatuen. Das könnte alles wahr sein. Oh ja, stimmt. Im letzten Spiel haben wir ein paar richtig alte Ruinen in der Wüste besichtigt. Sie waren voller Katzen. Ich weiß nicht wirklich, was ich hier von dem Ganzen halten soll. Boah, das ist natürlich auch eine schöne Geschichte. Finde diese Items, die habe ich. Und wir bekommen Dinge. Und hier sagt sie noch was und die sagt was. Nicht sehr viel. Dieses Mammut hier, das werden wir noch machen. Das wird ganz cool. Lass uns eine Pause machen und uns umsehen. Weil Flockerheim sollte gleich da vorne sein. Wir werden uns um. Naja. Never mind. Was wir jetzt aber trotzdem machen könnten, wäre jetzt zum Beispiel dieses Rätsel. Wo ich jetzt selber ein bisschen nachdenken tue, weil das dann doch nicht so einfach ist. Ich glaube, das mache ich dann so. Nein, das kann ich nicht so setzen. Das kann ich aber so setzen. Das hier so. So. Danach. Mach den hier. Komm ich hier durch? Nein. Shit. Ich kann mir überlegen, das ist ein bisschen schwerer jetzt. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich erhoffe. Nein, nicht. Wird nicht funktionieren, schade. Aber fast. Ich gehe dann behaupten, zuallererst den hier oben. Kann ich nämlich hingehen, den hier setzen, hier rüber, dann nach unten. Jetzt kann ich die hier hochschieben. Fuck, und da habe ich schon einen Fehler gemacht. Fast. Also, wie war das nochmal? Den hier. Dann komme ich dem hier runter. Setze ich hier hoch. So. Nein. Nein, 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 Quatsch. Quatsch mit Soße. Ich setze zuallererst
den nach oben schieben. Gut. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Wenn ich jetzt halt den hier darüber schiebe, den hier hoch, kann ich den hier runtersetzen, aber dann habe ich da ein Problem. Wenn ich jetzt halt den hier mache, muss ich den hier jetzt halt einmal darüber schieben. Fuck. Shit. Fast. Nee. Nicht ganz. Verdammt. Wie habe ich das damals gelöst gehabt? Vielleicht so rum, indem ich zuerst hingehe und sage, der hier? Also Sinn täte es machen. Nein, geht's nicht machen, weil jetzt versuche ich den hier. Wobei? Das könnte sogar hinhauen. Kann es nicht. Shit. Gott, wie war denn das? So schwer kann es doch nicht sein. Wenn ich jetzt sozusagen tue. Der hier unten. Sag ich stupide, der da unten. Den hier? Den hier runter? So. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist aber, dass ich verdammte Kacke. Verdammt. Egal, das werde ich im nächsten Part machen. Scheiß drauf. Das mache ich im nächsten Part. Schaue ich mir nochmal an, wie es geht. Das gibt's doch. Machen wir in der Zwischenzeit dieses wollige Mammut. Das ist mal hart auf die Fresse bekommen hat. Feuer ist doch gut. Oh gut. Steht in den Wind und den Kampf mit dem Hackbeil zerstören. Das hat ein bisschen weh. Dieses Mammut ist Stufe 16, das sind wir aber auch. Oh, ich will ihm nicht wehtun. Ja.
Okay. Doppelschuss. Zerbrennt es. Feuerwehr. Lol. Gift. Na, wobei. Flammenstoß. Wir machen mal so einen Flammenschuss. Das tut dem nicht gerade sehr gut. So, also teilen wir wieder eine Runde. Tun das Ding die ganze Zeit in den Brand stecken. Es ist ziemlich unkooperativ. Ich denke, wir sollten es vermöbeln, damit es sich hier beruhigt und sich selbst in den Schlaf weint. Wir machen jetzt eine Mehrheilung. Ich hätte jetzt mehr erwartet. Aber nun gut. Das tat dann doch ein bisschen mehr weh. Habe ich mir schon fast gedacht, dass es mehr drauf geht. Geil, Schlepploche. Naja. Sehr schön. Sollte ich meine Heilskills ein bisschen höher setzen, weil das geht so gar nicht. Okay, nevermind. Es bringt auch nicht sehr viel wegen dem Debuff. Gehen wir einfach hin. Reicht das eigentlich auch vollkommen aus? Nom nom nom. Schön. Das läuft doch wie am Schnürchen. Oh, schade, keine MP mehr. Und da haben wir es. Wir werden es trotzdem essen, oder? Das war der Plan, richtig? Leute! Rindfleisch. Eins für dich. So, und jetzt haben wir ein neues Pet. Können wir uns heilen? Nevermind. Nicht heilen. Wir haben uns teleportiert. Wir tun jetzt mal kurz Fähigkeiten von Natalie. Ein bisschen hochsetzen, weil heilen ist sehr wichtig. Da würde ich mal behaupten. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und tschüss.